In der heutigen Zeit ist ein strahlendes Lachellen-FA1/4 eher viele Menschen ein wichtiges Schönheitsmerkmal. Weiheye und perfekt geformte Z-Arni sind nicht nur attraktiv, sondern auch ein Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden. Eine Zahnaufhellung kann dabei helfen, Verfärbungen und Flecken zu entfernen und das Lachellen wieder strahlend schein zu machen. Doch wie viel kostet eine Zahnaufhellung eigentlich? In diesem Video werden wir genauer auf die verschiedenen Methoden der Zahnaufhellung und die damit verbundenen Kosten eingehen. Zuna CHST einmal sollte erwartet werden, dass eine professionelle Zahnaufhellung beim Zahnarzt in der Regel etwas teurer ist als Do-it-yourself-Methoden, die man zu Hause anwenden kann. Die Kosten kann ihn je nach Methode, Praxis und Region variieren. In Deutschland liegen die Preise FA1/4 eher eine professionelle Zahnaufhellung durchschnittlich zwischen 300 und 1000 Euro. Bei einigen Zahnärzten wird die Behandlung auch pro Zahn abgerechnet, was die Kosten entsprechend erhöhen kann. Eine der beliebtesten Methoden der professionellen Zahnaufhellung ist das sogenannte Bleaching. Dabei wird ein spezielles Gel auf die Z-Arni aufgetragen, das mit Hilfe von UV-Licht aktiviert wird und so die Verfärbungen und Flecken auf den Z-Arninen aufhält. Das Bleaching beim Zahnarzt kostet in der Regel zwischen 300 und 800 Euro pro Sitzung, wobei mehrere Sitzungen notwendig sein können, um das gewahr-1/4 Ergebnis zu erzielen. Eine weitere Möglichkeit der professionellen Zahnaufhellung ist das sogenannte Laserbleaching. Bei dieser Methode wird das Bleichgel ebenfalls auf die Z-Arni aufgetragen, jedoch wird es hier mit einem Laserlicht aktiviert, was zu einem schnelleren und effektiveren Aufhellungsergebnis FA1/4 rennen kann. Die Kosten FA1/4 eher das Laserbleaching liegen in der Regel etwas höher, zwischen 500 und 1000 Euro pro Sitzung. FA1/4 eher diejenigen, die lieber zu Hause ihre Z-Arni aufhellen möchten, gibt es verschiedene Do-it-yourself-Methoden. Eine der bekanntesten Methoden ist die Verwendung von Bleaching Strips oder Gels, die in der Drogerie oder online erhältlich sind. Diese Produkte sind in der Regel gar 1/4 als eine professionelle Behandlung beim Zahnarzt, kosten aber immer noch zwischen 20 und 100 Euro pro Packung. Die Ergebnisse können bei diesen Produkten jedoch variieren und es kann länger dauern, bis die gewahr-1/4 Aufhellung erreicht ist. Eine weitere Do-it-yourself-Methode der Zahnaufhellung sind Bleaching-Zahnpasten. Diese enthalten meistens einen geringen Anteil an Bleichmittel und sollen die Z-Arni beim regelmäßigen Z-Arni-Putzen aufhellen. Die Kosten FA1/4 eher eine Bleaching-Zahnpasta liegen zwischen 5 und 15 Euro pro Tube. Auch hier ist Geduld und regelmäßige Anwendung erforderlich, um Ergebnisse zu sehen. Ein wichtiger Punkt, den man bei der Wahl einer Zahnaufhellungsmethode immer im Hinterkopf behalten sollte, ist die Gesundheit der Z-Arni. Eine professionelle Behandlung beim Zahnarzt gewährleistet eine sichere und effektive Aufhellung der Z-Arni, ohne sie zu schädigen. Do-it-yourself-Methoden können bei falscher Anwendung zu Schaden an den Z-Arninen und dem Zahnfleisch FA1/4 rennen. Daher ist es ratsam, sich vorab genau zu informieren und im Zweifelsfall einen Zahnarzt zu konsultieren. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kosten FA1/4 eher eine Zahnaufhellung je nach Methode und Anbieter variieren können. Eine professionelle Behandlung beim Zahnarzt ist in der Regel etwas teurer, aber auch sicherer und effektiver. Do-it-yourself-Methoden wie Bleaching Strips oder Gels und Bleaching Zahnpasten sind gar 1/4, erfordern aber Geduld und regelmäßige Anwendung, um Ergebnisse zu erzielen. Letztendlich sollte man bei der Wahl einer Zahnaufhellungsmethode immer auf die Gesundheit der Z-Arni achten und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.